Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mal bei mir in Franken vorbeischaut. Ich mag euch heute mal unser neues Projekt zeigen, was ich euch heute im Video natürlich vorstelle, wie wir das auch gemacht haben. Ich zeige euch jetzt natürlich am Anfang erstmal das Ergebnis. Wir haben hier unseren alten Gartenteich rausgemacht und haben uns hier eine Hochbeetanlage gebaut. Die Hochbeete waren früher schon mal aufgestellt bei uns, die waren etwas größer. Und mein Mann hat die einfach wieder, ich sag mal, verjüngt oder erneuert, was kaputt war, was durchgemoscht war. Und hier, wo jetzt das gepflanzte Hochbeet steht, da war früher unser Gartenteich. Und der war einfach nicht mehr schön und hat auch keinen wirklich mehr interessiert. Und ich wollte einfach noch ein paar Beete für meine Pflanzungen. Und seht ihr das mal? Das ist wirklich super schön geworden. Wir haben hier eine Trockenmauer aus Sandsteinen gemacht, hinten mit Erde aufgefüllt und hier seht ihr, ja, hier blüht ein bisschen Lungenkraut und die Pflanzen sieht man noch ein bisschen, die sind noch ein bisschen klein. Das sind hier meine Johannisbeeren und hier in der einen Ecke, hier hinter meinem einen Hochbeet, habe ich jetzt meine Pfefferminze gepflanzt. Und hier habe ich noch meine restlichen mediterranen Kräuter in ein Hochbeet gepflanzt. So, jetzt schaut ihr euch mal das Video an. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet, einen Daumen hoch und natürlich viele liebe Grüße aus Franken und wir sehen uns. Tschüss! So, der erste Tag unserer neuen Anlage ist jetzt beendet. Hat schon richtig Gestalt angenommen. Morgen geht's weiter. Meine drei Hochbeete sind jetzt außenrum soweit fertig und jetzt müssen wir sie natürlich noch befüllen, beziehungsweise wir müssen jetzt noch eine Folie reinmachen. Wir wollten eigentlich zuerst unsere alte Teichfolie verwenden, aber leider ist die so starr geworden durch die Sonne und durch die Jahre, dass wir die jetzt leider nicht mehr verwenden können. Deswegen haben wir uns jetzt hier mal so eine Noppenfolie geholt. Damit wird jetzt unser Hochbeet innen schön ausgekleidet und dann befüllen wir es. Wir haben jetzt zwei Schichten in unserem Hochbeet eingefüllt. Also unten waren jetzt die gehäckselten Aststückchen und Sträucher. Und hier haben wir jetzt ein bisschen feineres. Also das ist jetzt so ein Buchsbaum und kleinere Äste. Und jetzt kommt auf diese Schicht, bevor die Erde reinkommt, ein Bab drauf. Aus dem einfachen Grund, erstens mal, damit das Unkraut nicht so durchwachsen kann und auch, dass die Feuchtigkeit unser Gießwasser nicht so nach unten wegläuft. In unser Hochbeet kommt jetzt die erste Schicht Erde. Wir haben jetzt dafür unsere Erde genommen aus unseren Blumentöpfen vom letzten Jahr, aus gepflanzten Schalen, die jetzt wieder neu gepflanzt werden müssen. Kommt in unser Hochbeet eine Schicht kompostierter Pferdemist rein. Mein Hochbeet ist jetzt fast ganz fertig. Ihr seht ja, hier ist einfach der Rest normale Gartenerde. Die haben wir schön durchgesiebt, dass wir nicht so viel Unkraut mit in unser Hochbeet bekommen. Das hier ist eine Universalerde, also für Gemüse und für Blumen und für Pflanzen. Die ist ein bisschen gedüngt, ist auch ein bisschen Dorf drin. Ich schaue eigentlich immer, dass ich wenig Dorf habe, aber so ein bisschen ist okay.
Kommt noch ein paar Schäufelchen Sand drüber. Dann mischen wir das alles ein und dann haben wir unsere wunderbar schöne oben Pflanzschicht fertig. Und ganz wichtig ist, dass wenn ihr Hochbeet neu anlegt, dass ihr es wirklich bis oben hin füllt, weil das setzt sich mindestens im Laufe des Sommers noch um 10 bis 15 cm ab. Und dann muss man natürlich ein bisschen wieder nachfüllen.